Hey Leute, weiter geht's mit Let's Retro Final Fantasy 2. So, beim letzten Mal waren wir hier auf dieser Insel in der Höhle und sind da sehr tief gekommen. Jetzt muss ich mal kurz nachsehen, ob wir da was entsprechendes haben. Nein, leider nicht. Okay, dann werde ich mir das später ansehen. Gut, gehen wir weiter. Wir haben da ja noch nicht alles erkundet. Drei Stunner und eine Wehrratte. Greifen wir einfach an. So, die Wehrratte für Layla. Denn noch ist sie die Schwächste. Was den normalen Angriff angeht. Ja. Ich bin gespannt, was wir hier kriegen, Leute. Denn wir machen diese Höhle ja eigentlich gerade abseits der eigentlichen Hauptquest. 425 Kilo halten, sehr schön. So, ich glaube, hier ging es da lang. Und dann hier war... Ja. Ein Minotaurus und zwei Zombie-Minotaure. Zwei Köpfe und zwei Zombie-Zweiköpfe, so rum. Machen wir das anders. Frionir darf den angreifen. Und Layla ein bisschen helfen. Oder für Layla übernehmen. Kilo erhalten. Hier ging es, glaube ich, hoch. Zwei Stunner und vier Wehrratten. Weniger als beim letzten Kampf. Frionir darf Layla helfen wieder. Oder einfach für sie übernehmen. Kilo halten. Bei Maria ist die Kraft hoch. Sehr schön. Vier rote Marshmallows und zwei gelbe Gelees. Machen wir hier Donner. Hier machen wir Blizzard. Du greifst einfach an. Und hier machen wir Donner. Thank you.
Leider nichts. Mit Geißangriff. Schön. Na, fast. Okay, machen wir weiter mit... Ich glaube, jetzt würde auch etwas mit Level 1 reichen. Machen wir Feuer. Und dann könnten wir hier Cloud üben. Du greifst einfach wieder an. Und du hast nur Donner. Es reicht tatsächlich nicht, Leute. Bei dem schon. Bei dem nicht. ...315 Gil erhalten. Mario-Kurs gestiegen bei Layla und Chisei auch. Sehr schön. Das heißt, sie hat jetzt zwar noch nicht mehr Mana, aber sie wird beim nächsten Mal mehr Mana bekommen. Mario-Ko. Da, 13. Dann wären es 45. Sehr schön. Und Chisei gestiegen auf 18. Sehr schön. So, mir ist übrigens gerade ein Fehler aufgefallen, Leute. da unten seht ihr unser Geld. 39.386 Gil. Und da ist das Wort Gil, also Gier, tatsächlich in Hiragana geschrieben. Im Kampf aber gerade eben waren sie in Katakana geschrieben. Und ich glaube, es ist der Fehler, dass sie hier in Hiragana geschrieben sind. Ich glaube, eigentlich gehören sie in Katakana geschrieben. So, nach oben wollte ich. Ein einzelner Stunner. Und er darf sogar zuerst angreifen. Greif Guy an für 0 Schadenspunkte. So, Leute. Ab hier weiß ich leider nicht mehr genau, wo es weitergeht. Ich glaube, links ging es zum Handeln. In dieses versteckte Dorf. 300 Gil erhalten. Deswegen müsste ich jetzt hier rechts. Vier Stunner und zwei Wehrratten. Super. Und weg sind sie. ...575 Gil erhalten. Bei Layla ist der Schwertkampf hoch. Ja! Auf 4. Super. Wieder mehr Schaden, Leute. Beziehungsweise mehr Treffer und dadurch mehr Schaden.
So, hier war ja die Treppe, glaube ich. So. Die giftige Kröten. Giftigen Kröten. Lele macht leider keinen Schaden. Maria macht Schaden. Guy macht Schaden. Die anderen leider nicht. Guy hilft Layla? Nein! Okay, Guy übernimmt für Layla. Vier Treffer, leider kein Schaden. Oh! Guy wurde vergiftet. Da habe ich auch wieder einen sehr guten Hinweis bekommen von Spongy Center Fox, Leute. Wenn man mit einem permanenten Zustand den Kampf beendet, kriegen die Charaktere keine Aufwertungen. Das gefällt mir natürlich nicht, deswegen würde ich jetzt Esna auf Guy zaubern. Leider nur Schadenspunkte. Müsste jetzt Friuni da sein? Ja. Wow. Okay. Der Angriff ging daneben, also der Zauber ging daneben, Leute. Schade. 250 Gil erhalten. Und ein Gegengift. Dann nehmen wir das auch gleich her. Dann sparen wir jetzt ein bisschen Mana von Esna. Drei rote Marshmallows und ein gelbes Gelee. So, die sollten jetzt eigentlich alle besiegt werden. Hoffe ich. Layla hat ja die Intelligenz erhöht bekommen. Und dadurch müsste sie eigentlich mehr Schaden machen. Da sieht man auch eindeutig, Layla macht 20 Punkte mehr Schaden als Frionir. Das macht einfach die Intelligenz aus, Leute. Frionir ist im Vergleich zu Layla einfach stodumm. Guy trifft leider nicht. Beziehungsweise verursacht keinen Schaden. Trotzdem nicht besiegt. Schade, es hat also nicht gereicht, um sie endgültig zu besiegen. Oh, das war bestimmt nur ein Angriff, Leute. Machen wir hier wieder Feuer. Hier machen wir wieder Gift. Du greifst wieder an und du machst dann halt wieder Donner. Hat gereicht. Sehr schön. 262 Kill erhalten. Ich glaube, wir sind hier richtig, aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich an das hier nicht erinnern. Vier rote Marshmallows und vier gelbe Gelee. Dann versuchen wir die mal zu besiegen. Beim ersten Durchlauf. Ich hoffe, das funktioniert. Die gelben kriegen wir immer komplett weg. Die haben anscheinend weniger Leben als die roten.
Sehr schön, dass der tatsächlich sofort weg war. Das ist ein gutes Zeichen. Geil, packt es wieder nicht. Leider. Ah, leider nicht. Schade. Zwei haben überlebt. Schade. ...334 Gil erhalten. Leila ist die Mario-Ko hoch. Müsste ja jetzt dann 14 sein. Ja, genau. Sehr schön. So, ich glaube, wir waren auf dem Weg nach oben. Und dann geht es hier runter.